Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind immer noch in Luxemburg unterwegs. Und so wie es aussieht, haben wir das nächste Objekt der Begierde gefunden. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir reinkommen. Shit, Auto! Ja, jetzt wisst ihr, was ich meine. Ja, es geht auf jeden Fall hier so einen Weg nach oben. Oberhalb befindet sich eine Mega-Location. Sieht zumindest von außen mega aus. Ich melde mich bei euch, wenn wir oben angekommen sind. Okay Leute, wir sind jetzt gerade den Weg hoch. Wir sind noch nicht komplett oben. Aber noch frisch abgemachtes Grünzeug. Aber wenn man mal guckt, der Weg hier hoch wurde schon länger nicht mehr gefahren. Das könnte vielleicht sein. Vielleicht kümmert sich noch einer um das Gebäude. Naja, wir werden es rausfinden. Okay Leute, hier ist direkt noch ein Nachbargebäude. Aber ich glaube, das ist noch eine Wohnung. Hier haben wir überall so schöne Laternen, die hier den ganzen Weg hochgehen. Das hier ist das Nachbargebäude, was ich meine. Und da wollen wir hin. Okay Freunde, wir befinden uns jetzt an der Location. Wir sind im Nachbarhaus vorbei. Wir sind uns nicht sicher, ob das Lost ist oder nicht. Hier haben wir so ein Räumchen hier mit so, sag schnell, Öltanks. Auch ziemlich zugestellt. Aber ein Eingang in die Location, das haben wir schon mal gefunden. Und Freunde, wir haben dann einen Teil der Location. Ich krieg die gar nicht ganz auf die Kamera drauf. Ein riesengroßes Anwesen. Okay, und wir haben Besuch. Okay, das war jetzt erstmal ein Schock. Rechnen Sie nicht mit, dass da auf einmal andere Leute rauskommen. Die machen sich aber jetzt auf den Weg nach unten. Und wir, denke ich, mal gleich rein. Ich würde mir trotzdem vorher gerne ein bisschen das Nachbarhaus abschicken. Mal gucken, ob das wirklich Lost ist. Oder nicht, weil wenn ja, müssen wir nicht ganz so sehr aufpassen. Ich werde jetzt einmal ums Gebäude rumgehen. Dann mal schauen. Da hängt noch Weihnachtsdeko in den Fensterscheiben. Auf jeden Fall direkt ein Zugriff hier auf das Grundstück. Hier Leute, jetzt wisst ihr, was ich meine. Ich hoffe, ihr seht das oben, das mittlere Fenster, das ist Weihnachtsdeko. Hier im Tor steht irgendein Schild dran. Kann ich von hier gar nicht entziffern. Aber wie ihr seht, direkt der Zugriff auf das Gelände. Naja, ich will auch. Ich ziehe mir an das Gebäude ran. Gehen wir zurück zum Chris. Dann gehen wir mal rein. Boah, dieser typische Lost Place Geruch. Geht schon die erste Treppe nach oben. Chris? Ach da. Ich hab dich gerade gar nicht gesehen. Stehst du in der hintersten Ecke? Riesengroßer Tisch. Geil. Ich würde sagen, haben wir doch was gefunden, was sich lohnt. Die werden.
Okay, jetzt gehen wir mal in den nächsten Raum. Ach du Scheiße. Hätte ich nie gerechnet. Großer Kamin. Überall diese monstergroßen Teddybären. Wie sind wir hier gelandet, ey? Krass. Gott, ist hier noch mit zum Schrank? Tatsache. Was? Riesenkamin? Okay, hier haben wir noch irgendwelche Unterlagen, Leute. Aber hier steht's sogar auf Deutsch. Okay, das Betreten dieses Ortes ist verboten, auch für Fotos. Die Polizei kontrolliert das Grundstück. Scheiße. Chris, wir müssen hin und machen. Ich habe gerade ein Schreiben gefunden. Betreten des Gebäudes ist verboten, auch für Fotos. Die Polizei kontrolliert das Grundstück. Hier der Zettel. Ich weiß nicht, ob man dem noch Glauben schenken kann. Das heißt ja nicht, dass die gerade jetzt vorbeikommt. Nee, aber aufpassen. Wissen wir schon mal Bescheid. So, angekommen. Im nächsten Raum wieder ein riesen Kamin. Coole Sitzecke. Und hier noch ein alter Rollstuhl. Vielleicht haben hier mal ältere Menschen gelebt. Geht sogar direkt in den nächsten Raum. Komplett zerwühlt. Aber hier vorne im Krankenbett. Okay, hier werde ich jetzt auch nicht weitergehen. Schauen wir uns erstmal hier die restlichen Räume an. Okay, hier noch ein etwas älterer Wecker. Aber auch noch in einem Top-Zustand. Nur die Batterien fehlen. Noch eine alte Videokassette. Hier liegen überall Videokassetten rum. Gut, dann verlassen wir den Raum und gehen rüber in den nächsten. Leute, da will man nichts ahnen, die Treppe hoch. Direkt so eine. Ja. Gruselige alte Puppe. Und hier geht's nach oben. Der Chris sagt, hier vorne wäre noch direkt der Keller. Den nehmen wir uns für den Schluss auf. Okay, die erste Treppe geschafft. Rechts von mir direkt das Badezimmer. Allerdings aufpassen. Noch ein Loch im Boden. Diese krassen Fliesen, diese schwarzen, glänzenden Fliesen, irgendwie, keine Ahnung, die passen irgendwie in diesen kleinen, aber dennoch freien Raum. Ja, hier können wir noch den alten Flur entlang gehen, aber der ist mit Vorsicht zu genießen. Ich werde mich jetzt hier mal langsam rantasten. Alter, das hast du noch nicht gesehen. Geile Scheiße. Ey, vorhin habt ihr schon mal so ein Bett gesehen. Richtig geil. Mit Radio. Keine Ahnung, was das hier mal war. Alter, habe ich noch nie gesehen, so ein fettes Angelzeug. Ja, gehen wir mal eine Runde angeln. Auch noch voll die fette Monsterpose. Allerdings auch schon kaputt. Schade. Okay, Freunde, verlassen wir mal das Schlafzimmer wieder. Und kämpfen uns hier weiter durch den Flur.
latscht man über die Halle in eine Richtung. Und das hier sieht aus wie eine alte Sauna. Ja, schaut mal hier, das hier. Da haben wir eine alte Sauna. Hier ist eine riesengroße Eckbadewanne. Krass. Steht noch ein bisschen Kosmetikzeug im Regal. Dann sind wir aber auch komplett durch mit dem Raum. Okay, angekommen im nächsten Raum. Wieder so ein cooles Bett. Hier wieder mit Radioanschluss. Noch ein alter Campingkocher. Und etwas neuere Klamotten. Nicht, dass sich hier ab und zu einer einnistet. Bietet sich natürlich an. Und noch ein wunderschönes Schränkchen. Leider auch schon komplett zerwühlt worden. Okay, sieht aus wie so ein Schminktisch. Da hat wahrscheinlich hier mal ein Spiegel oder sowas drauf gestanden. Okay, dann gehen wir mal in den nächsten Raum. Und dann haben wir noch eine Etage vor uns. Okay, wieder ein Schlafzimmer. Ja, bis auf die Schränke. Leider alles komplett zerstört. Okay, Freunde, dann gehen wir jetzt mal in die nächste Etage. Okay, die Treppe hat schon ganz schön Schräglage. Fuck. Ich denke mal, lange wird das Gebäude hier nicht mehr stehen. Ich sehe gerade, hier rechts von mir gibt es noch eine Treppe nach oben. Boah, geht man nichts ahnt den Flur entlang. Schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Ein riesengroßes Einkleidezimmer. Hier liegen noch überall Klamotten, Unterlagen, Kleiderbügel, alles liegt hier noch rum. Die Leute, die hier mal gewohnt hatten, hatten definitiv Geld. So, angekommen, im letzten Raum auf der Etage. Wieder so ein Riesenbettgestell. Krass. Ich weiß jetzt nicht, ob hier mal Lautsprecher eingebaut waren oder vielleicht auch Lampen. Aber so einen Anschluss fürs Radio kann ich diesmal nicht entdecken. Okay, hier noch alte Kontoauszüge. Die werde ich allerdings verpixeln müssen. Hier noch ein paar Briefe. Allerdings auf Arabisch. Hier stinkt's übertrieben nach Pisse. Und den Raum will ich definitiv sofort wieder verlassen. Und dann begebe ich mich zu der anderen Treppe. Okay, Leute. Dann gehen wir jetzt mal hoch in die, denke ich mal, letzte Etage. Aber sicher bin ich mir allerdings auch nicht. Okay. Krass, hier befinden wir uns im Turm. Krass, weil das Gebäude hat noch einen Turm. Ich hoffe, ihr konntet den eben auf der Kamera gut sehen. Ringsrum Wald. Aber hier hat definitiv mein Obdachloser gepennt. Hier hing noch ein altes Waschbecken. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder runter. Ja, Freunde, dann bleibt jetzt nur noch der Keller. Ich glaube, der Chris ist schon unten. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal gucken.
Okay, im Keller angekommen. Befindet sich hier noch eine kleine Toilette. Und hier noch weitere Räume. Ich denke mal, alles Abstellräume. Hier noch die ehemalige Heizanlage. Wieder ein Weg nach draußen. Okay, hier endet die Erkundung. Ach krass. Im Keller. Noch ein richtig geiler Billardtisch. Jetzt hätte ich Bock auf Billard. Hast du damit gerechnet? Ja. Geil. Okay, alles Tanks. Ich denke mal Öltanks oder sowas. Die haben hier fast alles hier zurückgelassen, kann man sagen. Also man kann sagen, wir haben hier fast alles zurückgelassen. Warum das Ding hier mal verlassen wurde, weiß ich nicht. Ja gut. Gut durch Vandalismus und... Naja. Durch die Zeit, die das Ding hier schon vor sich hergammelt. Naja. Ist das Gebäude leider ziemlich runtergekommen. Aber dennoch. Dennoch sehenswert. Sehr interessant. Krass, ich dachte, wir hätten alles gesehen. Dann sagt der Chris, schau mal hier hinten. Eine richtig dicke, fette Tür. Aber das ist Holz. Ich dachte nur, das wäre Stahl. Okay, komplett leer. Wer weiß, was hier mal drin gelagert wurde. Aber der Keller steht natürlich auch schon teilweise schon unter Wasser. Gut Leute, dann gehen wir mal wieder hoch und nach draußen. Vielleicht können wir noch irgendwas entdecken. Aber vielleicht haben wir auch hier was übersehen. Sache Leute, hier haben wir was übersehen. Ein altes Buch. Allerdings wieder komplett auf Arabisch. Tja. Hier haben wir auch noch irgendwas auf Arabisch. Vielleicht eine alte. Keine Bedienungsanleitung. Sieht aus wie so eine Art Taschenbuch. Keine Ahnung. Boah, da waren ja zwei Jungs eben drauf. Okay Leute, dann haben wir alles gesehen von der Location. Mal gucken, ob wir hier halt wieder runterkommen. Denn wir wissen immer noch nicht, ob das Nachbarhaus Lost ist oder noch bewohnt. Okay, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns im nächsten Abenteuer wieder. Bis dahin. Ciao.